So, moin moin. Wir sind heute bei 4Bro zu Besuch. Offiziell, um uns mal kennenzulernen, um ein bisschen was für deren Social Media zu machen. Aber eigentlich ist unsere Mission heute, den Kofferraum mit Red Crash voll zu haben, bis wir heimfahren. Aber nicht verraten. Nett beobachtet, aber gut, oder? Das geht, alles klar. Moin Meister. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Auch sehr, sehr gut, Mann. Ja, die machen wir aber nachher nochmal, wenn du willst. Zeige ich dir das alles? Hallo. Das kenne ich. Wir haben jetzt gerade unser erstes kleines Meeting gehabt, haben das ein bisschen durchgesprochen, was heute so passieren wird. Wir werden heute auf jeden Fall ein Tasting machen. Das wird sehr geil. Es wird ein 4Bro-Quiz geben, da bin ich gespannt. Wenn es um die Produkte geht, bin ich, glaube ich, gut. Wenn es um die Firmenhistorie geht, dann werde ich das wahrscheinlich nicht für mich entscheiden können. Ja. Kurze Vape-Pause, weil drinnen ist leider nicht rauchen. Das heißt, da wird es heute auch keine Pfeife geben, leider. Zumindest nicht da. Wir kriegen jetzt gleich noch 4Bro Merch. Haben eben schon das ein oder andere Getränk probiert, sagen wir mal. Und gleich geht's weiter. Hallo. Hallo. Ich habe gehört, ich kriege hier heute eine kleine 4Bro Tour. Ja, safe. Dann lass mal loslegen. Möchtest du ein Eis trinken? Ja. Immer. Genau, das ist der Quick Games Raum. Wir werden in Zukunft die Quick Games stattfinden. Zwei hatten wir ja schon. Und wir haben uns überlegt, dass die Community sich halt auch hier ein bisschen integrieren darf. Und deshalb wird die Wand ganz rund gestaltet mit verschiedenen Kacheln. Und 12 davon dürfen halt die Community gestalten. Sind die schon alle vergeben, die Slots? Nein, also 12 Plätze sind frei, die sind gerade schon am Auswählen, aber... Also kann man sich nicht mehr bewerben? Doch, ein paar Tage habt ihr noch. Bis zum 12.12. geht das Ganze noch, also wer will, kann sich gerne noch bewerben. Vielleicht und dann kann man sich hier auf der 4Bro-Wand verewigen. Safe, genau. Okay, geil. Hier sieht man noch ein paar unserer Produkte im Überblick. Genau, und dann kommen wir auch schon in den Content-Raum. Wie du siehst, ist hier im Moment alles noch im Umbau. Hier wird euch das 4Bro-Haus hinkommen. Mit Streaming-Ecke. Genau, also hier wird eine interaktive Wand kommen, die Community kann hier hinkommen, sodass wir halt alle mal zusammensitzen. Hier wird dann noch eine Sitzgelegenheit sein, genau, und eine... Zum Shisha-Rauchen, ne? Die Sitzecke. Beispielsweise. Aha. Und hier kommt noch so eine 4Bro-Theke hin, wo wir Tastings durchführen. Also da wirst du gleich auch noch in den Genuss kommen. Wir müssen noch ein paar neue Produkte kennenlernen. Genau. So, Nele hat uns schon die Büros gezeigt, jetzt gucken wir uns aber das Lager an. Also wir sind jetzt hier im Lager. Hier sind die ganzen nice Drinks gestapelt, die dann bei euch in Shisha-Bars oder im Einzelhandel halt erscheinen. Hier kommen wir dann zum Cash and Carry, wo die ganzen Großhändler, Shisha-Bar-Besitzer und Privatkunden ja ihre Sachen kaufen können. Genau, ich würde mir an dieser Stelle auch ein Drink geben. Vielleicht möchtest du auch eins? Marvin? Ja. Ich würde auch einen nehmen, ja? Okay, ja, dann gönn dir, ne? Dankeschön. Machen wir weiter. Ja. Genau, hier sieht man dann, warte kurz. Ja. Ja, ich komme. Ey, typisch Bro, das brauchst du nicht machen. Wollen wir weitermachen? Ja. Wir hatten gerade die Tour und das war am Ende echt knapp. Aber ich habe es geschafft. Kofferraum ist voll. So, der Jan baut hier gerade schon die Kamera auf. Jan ist der Kameramann für 4Bro unter anderem. Und dann wird hier gleich Challenge gedreht. 2, 1. Was geht ab, Bros und Sis? Wir haben heute hohen Besuch von den Marvin, Yannick und Aljoscha bekommen und wir haben uns ein paar Fragen an die drei überlegt und der Gewinner bekommt exklusiv die allererste Fashionbox von uns mit Autogramm von unserem Chef Engin. Sollen wir nicht auf 3 umdrehen? Okay, auf 3. 1, 2, 3. Sieht man das bei mir? Ist es zu klein? Also tatsächlich ist keiner von euch richtig. Was? Also, Yannick ist am nächsten dran, das war April 2020. Hey, das ist einfach nicht so. Also, leg einfach los. Zieh du am besten nicht runter, das machst du, glaube ich, noch schneller. Okay, einfach machen, wenn du möchtest. Jungs, wir haben eine Auszeichnung für die
Loyal. Digga, du hattest es schon, Alter. Das gibt's nicht. Okay. Vor allem im Anfang doch so. Das ist wie. Okay, ich bin aber bereit. Ich kann das echt nicht mehr, Alter. Ja, Leute, und das war unser kleiner Ausflug zu 4Bro. Ich bin mittlerweile wieder im Studio. War sehr cool, die ganzen Leute mal persönlich kennenzulernen. War jetzt natürlich nicht so viel Shisha-Content, aber 4Bro ist ja ein Sponsor von dem Kanal. Und dafür an der Stelle nochmal danke und auch fürs Einladen. War sehr funny. Und ich muss euch da auch noch was beichten. Die wussten tatsächlich, dass ich mir da was eingepackt habe. Ich weiß, das wird jetzt für viele sehr überraschend kommen. Und einige werden sich jetzt denken, scheiße, Marv. Du hättest auch einfach der neue Leonardo DiCaprio werden können. Aber die wussten tatsächlich davon. War auf jeden Fall sehr cool bei Team 4Bro. Danke für die Einladung, danke für die sehr gute Bewirtschaftung und hoffentlich bis zum nächsten Mal.